Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder One.de und zwar mit dem High-End PC IN258 für 2249,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Gladiator bei uns im Videovorschlägekanal. Ihr könnt auch selber Systeme da reinposten, bin ich immer ganz happy drum, dann brauche ich das selber nicht machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Gehäusebild. Das ist das stinknormale Gehäusebild. Und die Lüfter, die ihr da seht, sind auch so dabei. Von daher, da habe ich schon mal gar nichts zu meckern. Kommen wir auch direkt zu dem Gehäuse. Das ist das Chieftec Scorpion 4. Das hat eigentlich einen viel längeren Namen. Chieftec Gamer GL04B Scorpion 4 RGB. Das bringt schon diese 320mm Lüfter in der Front mit RGB beleuchtet und 120mm Lüfter im Heck. Das hat auch eine Mesh-Front. Auf dem Bild sieht so ein bisschen so aus, als würde das Netzteil oben eingebaut werden. Dem ist aber nicht so. Das baut man nämlich einfach hier unten ein. Und das kostet 78,89 € bei csvdirekt.de. Der Prozessor ist ein Intel Core i7-13700K. Der hat 16 Kerne, 24 Threads, 125 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4-3200MTS oder DDR5-5600MTS. Wie immer könnt ihr auch schneller laufen lassen. 6400, überhaupt kein Problem im DDR5-Bereich. Bei DDR4-3600 frisst er auch ganz locker. Natürlich gibt es schon die 14. Generation, aber das war quasi nur ein Refresh von der 13. Generation. Von daher, der 13700K ist ein sehr starker Prozessor. Ich selber mache meine Videos und meinen Videoschnitt und Gaming und Streaming auf einem 13600er. Also wer wirklich Leistung will, ist mit dem Prozessor gut beraten. Im Übrigen ballert der sich 253 Watt Maximum Turbo Power rein. Wenn man den ungedrosselt lässt, sogar über 300 Watt. Deswegen muss man ein bisschen auf die Kühlung achten. Da kommen wir auch gleich zu. Und der kostet 387,13 € bei Mindfactory. Hier haben wir auch schon den Kühler, eine 240mm Cooler Master Master Liquid 240L Core ARGB. Das wäre dann diese hier. Das ist echt nichts Besonderes. Ich finde sie jetzt auch nicht sonderlich hübsch, aber das ist natürlich Geschmackssache. Eine 240er Wasserkühlung auf dem Prozessor, selbst wenn man ihn in seinen Grenzen betreibt, ist ein bisschen wenig. Also eine 360er wäre Minimum ins Gehäuse reingegangen. Ich weiß auch nicht, wie die auf den Plan kommen, eine 240er zu verbauen. Wenn ihr den natürlich hart begrenzt, sagen wir mal auf 125 Watt oder 150 Watt oder so, reicht das noch. Alles drüber hinaus wird langsam ein bisschen knapp. Deswegen, also ich hätte, um es kurz zu halten, eine 360er genommen. Und die kostet 77,61 € bei Amazon. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 Corsair Vengeance DIMM Kit, 2x16 GB, also schon mal Dual Channel, 5200 MTS. Und schauen wir uns die Daten genauer an, ist das CL40 RAM. Nur mal zur Erinnerung, der Prozessor 5600 MTS. Und die nehmen einfach 5200er und dann auch noch CL40. Und ja, das merkt ihr. Wenn ihr CL30er nimmt mit 6000 MTS, dann ist das ein richtiger Sprung. Ich weiß nicht, ob das irgendwo Resterampe ist, weil DDR5 ist jetzt noch nicht so lange auf dem Markt. Von daher verstehe ich diese Entscheidung einfach nicht. Ob der RAM jetzt von Corsair ist oder Kingston oder so, ist mir völlig Latte. Nur, dass es halt 5200er ist. Es ist unter der Spezifikation von Intel. Also solltet ihr mit dem Gedanken spielen, diesen Rechner zu kaufen, dann rüstet den auf jeden Fall auf. Und der kostet 98,99 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB Nvidia GeForce RTX 4070 Ti KFA2X Gamer. Hier wissen wir tatsächlich, was wir bekommen. Das wäre dann diese hier, wenn euch das Design gefällt. Also ich persönlich finde sie ganz schick. Die 4070 Ti X Gamer ist natürlich auch eine ziemlich gute Grafikkarte für Full HD sowieso. Ein bisschen zu stark sogar schon. WQHD auf jeden Fall. Und 4K, ja, kommt immer auf die Titel an und die Einstellungen. Deswegen verlinke ich ja auch immer einen FPS-Test bei mir in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann ein bisschen orientieren. Und die kostet 759 € bei 0%. Shop bzw. bei Notebooks billiger. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. Bevor jetzt jemand schimpft, ja, es gibt den Z790 Chipsatz, aber der 690er reicht für diesen Prozessor halt auch völlig aus. Ansonsten haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder was auch immer ihr erweitern wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, Netzwerkanschluss, 2x USB 3.1, USB Typ C ist auch 2x mit am Start, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, ein BIOS-Flashback-Button und ein Clear-BIOS-Button. Und dann haben wir noch die Onboard-Grafikanschlüsse, DisplayPort und HDMI. Die könnt ihr theoretisch sogar benutzen mit diesem Prozessor. Lasst es aber bitte sein, schließt eure Monitore an der Grafikkarte an. Das ist alles in allem geiles Board. Also ich bin damit zufrieden, gerade in der Preisklasse. Und das kostet 206,70 € bei Galaxus.
Hier steht SSM, warum auch immer, es ist auf jeden Fall eine SSD, 2 TB, und zwar die ADATA XPG GAMMIX S70 Blade. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6700 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Ja, brauche ich auch nicht meckern, 2 TB, wer mehr braucht, konfiguriert sich mehr rein, aber in dem Preisbereich ist das tatsächlich in Ordnung. Und die Geschwindigkeit ist natürlich auch brachial, braucht ihr im Gaming theoretisch gar nicht, aber schön, dass es dabei ist. Und die kostet 152,45 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 750 Watt Be Quiet System Power 10B. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, ja, 750 Watt reichen, es ist jetzt auch nicht der mega China-Böller, aber für solche Systeme sind diese Netzteile eigentlich gar nicht gedacht. Die System Power Serie ist mehr so für Multimedia gedacht oder Einsteiger, Gaming, whatever, dass man ein schön günstiges Netzteil hat, aber in so einem System für über 2000 Euro würde ich mir stark überlegen, ob ich das nicht umkonfiguriere. Wie gesagt, die Leistung reicht, aber es ist halt auch nur ein Bronze-Netzteil, ich würde mindestens Gold verbauen und modular wäre halt auch ganz geil, dann fliegen die Kabel, die man nicht braucht, nicht irgendwo im Gehäuse rum. Und das kostet 68,39 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem ist Microsoft Windows 11 Home. Ja, ist das aktuellste Betriebssystem, ob jetzt Home oder Pro, ist relativ Latte bei einem Gaming-PC, kann man so machen. Und das kostet 19,35 Euro bei IT Hardpulse. Als Software ist Norton 360 for Gamers dabei, ein Jahr, 3 Geräte, lasst es einfach sein. Gar nicht erst installieren, wenn es vorinstalliert ist, schmeißt es runter, Windows Defender reicht. Erstmal zockt euch so ein Antivirensystem immer ein bisschen Leistung vom System weg, weil es scannt ja auch die Dateien. Und das zweite ist, nach einem Jahr ist das halt kostenpflichtig. Was die Garantie angeht, bekommen wir 36 Monate Herstellergarantie plus kostenlose Rücksendung innerhalb Deutschlands plus technischer Support. Ja, 3 Jahre ist ganz nett. Ist halt kein Pickup und Return, ihr müsst das Ding selber zur Post bringen, wenn irgendwas ist, aber ja, 3 Jahre sind 3 Jahre. Dann hätten wir auch schon das Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1848,51 Euro. Und das System kostet 2249,99 Euro. Und ja, dafür hole ich natürlich wieder den Taschenrechner raus bei so krummen Zahlen. Wir haben hier einen Aufpreis von 401,48 Euro. Finde ich in dem Preisbereich tatsächlich ein bisschen viel. Mal ganz davon ab, dass der RAM kacke ist, das Netzteil kacke ist und die Wasserkühlung viel zu klein für diesen Prozessor. Hier ist endlich mal nicht das Mainboard blöd, sondern der Rest drumherum. Wir hätten hier auch eine Alternative, mal wieder von MyPC. Letztes Mal hatten wir Krotos, jetzt haben wir MyPC. Das ist der Gaming-PC RTX 4070 Ti Super, ihr seht schon am Namen, stärkere Grafikkarte, mit einem i7 14700K, also die Refresh-Variante von dem 13700er. Und der ist auch noch ein 10er günstiger, 2239,99 Euro. Wie eben schon gesagt, ist die Grafikkarte stärker. Brauchen wir schon mal nicht drüber reden, dazu gibt es auch einen FPS-Test in der Videobeschreibung. Wir haben die Refresh-Variante von dem 13700er, wenn man so will. Wir bekommen eine Deepcool LS720 SE Wasserkühlung. Das ist eine 360er. Hatte ich schon im Test bei mir auf dem Kanal. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Wir bekommen auch 32 GB DDR5 6000 MTS CL30. Das hört sich schon besser an als 5200er CL40. Das Mainboard ist ein ASRock Z690 Taichi. Das ist qualitativ auch geil. Mir gefällt das Asus besser, aber es ist völlig okay in diesem Preisbereich. Ich meine, guckt euch das Teil mal an. Designtechnisch finde ich es eigentlich auch ganz nett. Und was die Anschlussvielfalt angeht, ist es ungefähr so wie das Asus Board. Ich würde trotzdem eher das Asus nehmen, aber das muss jeder selber wissen. Wir bekommen hier eine 2 TB Lexa NM790. Lesegeschwindigkeit 7400 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit 6500 MB die Sekunde. Hatte ich auch schon im Test auf meinem Kanal. Sauschnelle SSD. Das Gehäuse ist ein Deepcool CH560 Schwarz. Das habe ich als Digitalvariante mit diesem kleinen Digitaldisplay gerade als Hauptsystem. Ist eine Geschmacksfrage, was euch jetzt besser gefällt, das eine Gehäuse oder dieses hier halt. Als Netzteil bekommen wir ein MSI Mac A850 GL 850 Watt ATX 3.0 80 Plus Gold. Ist schon deutlich besser. Erstmal haben wir 100 Watt mehr, Gold-Zertifizierung, Vollmodularität, ATX 3.0 Steck, es ist alles dabei. Ach ja, übrigens hatte die Grafikkarte in dem anderen System von Wonder.de den neuen 12V High-Power-Anschluss, der wird natürlich mit einem Adapter dann angetrieben, weil das Netzteil einfach das Kabel nicht mitbringt. Und auch hier haben wir das Betriebssystem vorinstalliert, Windows 11 Pro, nicht Home, aber ist wie gesagt relativ latte, Vollversion installiert und aktiviert. Kleiner Wermutstropfen, wir haben nur 2 Jahre Garantie, dafür aber Pickup und Return. Müsst ihr jetzt selber wissen, was euch mehr wiegt, also ich fände 3 Jahre natürlich auch geiler, kann man hier glaube ich auch dazu bestellen für einen Aufpreis. Schauen wir uns da mal die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows und da landen wir beim Gesamtpreis von 2044,03 Euro und das Ding kostet 2239,99 Euro. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von knapp 200 Euro fürs Zusammenbauen mit Garantie und allem drum und dran. Zur Erinnerung, der andere PC war 400 Euro und schlechter als der hier. Also wenn ich so ein Gegenangebot habe, dann würde ich mir ganz stark überlegen, nehme ich jetzt den von Bonn.de oder eben den von MyPC. Zumal der von MyPC sogar noch 10 Euro günstiger ist, dafür fehlt ein Jahr Garantie.
Quanti. Ja, okay. Dafür haben wir einen stärkeren Prozessor, eine stärkere Grafikkarte, Mainboard ist Geschmackssache, stärkerer RAM, stärkeres Netzteil. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Lasst mir gerne eure Meinung mal in den Kommentaren da. Das wär's auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Und übrigens, alle Links natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr tagesaktuell immer vergleichen. Dann jetzt aber auf Wiedersehen und ciao, ciao.